Hinter mir das Elba Sunset 4-Sterne-Hotel in Magaluf auf Mallorca, ca. 30 Kilometer vom Flughafen entfernt. Das stelle ich euch heute vor. Mehr nach dem Intro. Bleibt dran. Ja, ich fange hier mal mit der Front an von dem Hotel. Das ist der Eingangsbereich. Hier seht ihr auch die 4 Sterne, die dem Hotel zuteil geworden sind. Oben auch nochmal angebracht. Und dieses Hotel, das kann ich vorab schon sagen, entspricht absolut einem 4-Sterne-Hotel. Ich kann es nur wärmstens weiterempfehlen. Wir gehen rein in die Lobby. Hier in der Lobby erwartet uns schon die Sonne durch die Glasscheiben. Wir haben hier insgesamt 8 Stockwerke in diesem Hotel. Das oberste Stockwerk beherbergt sogar noch ein Swimmingpool, von dem man aus eine spektakuläre Aussicht hat. Ja, und jetzt sind wir oben auf der Sky-Terrasse von dem Hotel und schaut euch das mal an. Das ist natürlich sehr beeindruckend in die Richtung. Hier einmal der Blick von unserem Balkon direkt aufs Wasser. Man blickt hier auf eine Insel, die in vorderster Front vor dem Hotel gelegen ist.
Ja, viele Zimmer haben hier diesen Meerblick. Es gibt aber auch Zimmer, die einen seitlichen Blick haben oder auch einen Blick nach vorne. Wir empfehlen natürlich den Blick zum Wasser hin. Wir gehen jetzt gleich mal mit euch runter auf die erste Ebene, denn dort finden wir den Spa-Bereich, wir finden das Fitnesscenter dort und ein Konferenzsaal. Ja, hier unten, wenn man reingeht, hat man also den ersten Flur, das ist klar. Da geht es zur See runter, das ist dieser Weg, der runterführt. Man hat hier einmal ein Meeting Room, ein Gym, also so ein bisschen Fitnesscenter, und man hat hinten das Spa-Center. Hier auf der Seite, hier ist das Meeting Center. Ja, und hier haben wir den Fitnessraum des Hotels. Hier haben wir einmal Fitnessgeräte von Technogym, einmal quasi als Turm. Dann haben wir hier Laufbänder, ein Fahrrad, ein Spinning-Fahrrad und ein Stepper. Hier im Haus befindet sich ein Fahrstuhl. Mit dem gelangen wir also vom ersten bis zum vierten Stock. Aus Gründen habe ich jetzt im Spa-Bereich keine Aufnahmen gemacht. Hier draußen kann man aber sitzen, außerhalb des Spa-Bereichs. Man hat hier auch einen Innenpool und eine Liegefläche und kann also von hier aus auch den Blick aufs Meer genießen. Hier sieht man nochmal die einzelnen Etagen. 1, 2, 3, die vierte Etage und die fünfte wäre dann da, wo der Pool ist. Runter zum Wasser. Hier ist auch das Ende des Hotels. Es wird keine Verantwortung übernommen und schauen wir uns einfach mal an, was uns unten erwartet. Ja, hier geht das nun mal runter. Das Hotel haben wir bereits verlassen, denn dieser Weg gehört nicht mehr zum Hotel, so das Schild oben. Aber man darf hier natürlich runtergehen, aber das Hotel übernimmt keine Verantwortung. Mal schauen, was uns unten erwartet. Hier hat man nur so eine kleine Ecke, wo man also sitzen kann. Sieht natürlich sehr, sehr schön aus hier. Und hier oben befindet sich dann das Hotel. Ja, und ich gehe jetzt weiter mit euch. Einmal hier entlang, unterste Ebene ist das hier. Und jetzt schauen wir mal, wo wir da hinten rauskommen. Also, wo ich runtergekommen bin, da ist der Spa-Bereich mit dem Innenpool. Und hier schauen wir mal, was uns hier jetzt gleich noch erwartet. Von der unteren Ebene, vom ersten Flur, kommt man also dann auch nach oben beim Pool. Perfekt. Ja, also wie gesagt, man kommt von der untersten Ebene mit dem Fahrstuhl wieder nach oben. Quasi das Sonnendeck. Hier hat man also den Pool und die Liegen. Und wenn man dann noch in den sechsten Stock, siebten und achten möchte, dann ist das hier 6, 7, 8.
hier im unteren Bereich gibt es dann auch die Bar. Und man hat hier also auch eine Sitzecke, wo man abends sitzen kann. Wird auch Musik gespielt und hier unten finden also so kleine Veranstaltungen statt. Und nun gehen wir in das Restaurant.
Thank you.